Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Wallets, die haben es mir angetan. Das sind so kleine Geldbörsen, wo man halt alle seine Karten hineinbekommt, beziehungsweise auch in Geld hineingeben kann. Und dazu gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel einen AirTag reinzugeben. Ja, ich habe da schon ein paar, aber ich habe jetzt wieder was Neues geholt, und zwar die Firma Vasa. Ja, das sind die Wallets. Habe ich gleich zwei am Start. Und warum da zwei sind? Ja, weil es zwei verschiedene Farben sind. Und das werden wir uns jetzt zusammen anschauen und natürlich auch gleich testen. Hier haben wir jetzt schon die Vasa Wallets. Hier sieht man schön richtig Vasa. Es ist eigentlich eine Wallet, wo halt wirklich einfach mehr gespart wird an Materialien, beziehungsweise auch besserer Komfort von der Entnahme dann von Karten. Aber das schauen wir uns gleich an. Eines gehen wir mal zur Seite. Das erste machen wir mal auf. Was halt schön ist, es ist wirklich in einer schönen Verpackung und natürlich auch ein schöner Sticker drauf, und wir holen das erste Mal raus, und hier haben wir es jetzt auch schon. Ja, das ist jetzt gleich einmal die erste, was wir haben. Das ist die Farbe Mezzanotte. Ja, die schaut einmal so aus, und was uns hier gleich ins Auge sticht, hier ist ein AirTag drinnen. Das heißt, die Wallet ist dann eigentlich gleich immer schön verbunden. Ja, sie haben dann noch so ein paar kleine Details. Hier sieht man dann noch ganz schön was geschrieben: Made in Italy. Ja, Italien. Ich liebe ja Italien, ich bin so gern dort auf Urlaub. Ja, hier sind so die kleinen Details. Hier ist der AirTag drinnen. Von der Seite würde es so ausschauen, da bekommt man gar nicht noch nicht so viel mit. Hier nochmal das Vasa-Logo. Ja, und ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Und ja, es ist eigentlich ein richtig angenehmer Clip. Und jetzt kommt aber das Highlight des Ganzen. Ja, dieser Ziehharmonika-Effekt, also wer das noch kennt, so eine alte, ein altes Musikinstrument. Ja, aber gehen wir mal den AirTag raus, den werden wir gleich einmal aktivieren. So, und hier haben wir jetzt den AirTag, den gehen wir natürlich hier rein. Er muss wieder hier schön rein, und somit könnte meine Wallet jetzt nicht verloren gehen. Aber das Highlight ist natürlich dieser Ziehharmonika-Effekt, und das schauen wir uns jetzt an. Und dazu habe ich jetzt meine Karten extra noch passend nach Italien von einem Urlaub, beziehungsweise für Strandtücher. Da werden halt die Karten jetzt einfach so hineingeschoben. Und das Beste daran ist einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Karten so drinnen habe, insgesamt passen 6 Stück hinein. Ich habe jetzt hier 5, und ich würde das jetzt zumachen. Ja, die Karten sind auf jeden Fall hier schön verstaut, aber das Highlight daran ist einfach, wenn ich es aufmache, habe ich jede Karte immer griffbereit. Aber das soll es nicht gewesen sein. Nein, man kann auch Geld hineingeben, und da ist es dann einfach so, ich habe jetzt hier 20 Euro und die gebe ich halt jetzt einfach hier rein, und somit ist das auch schön verstaut. Und ich habe jetzt hier in meiner Wallet diverseste Karten und natürlich auch Bargeld. Und das Bargeld kann auch nicht entweichen, weil es halt richtig gut geschützt ist. Ja, richtig toll, richtig einfach. Aber wir schauen uns jetzt noch die zweite Farbe an. Hier haben wir es genauso. Das ist halt dann jetzt so ein Schwarz. Sieht auch recht toll aus. Eigentlich recht simpel und natürlich wieder mit dem idealen Ziehharmonika-Effekt, wo man auch zusätzlich halt dann noch sein Geld reingeben kann. Ja, was mir eigentlich an dem Ganzen richtig gut gefällt, ist einmal die schöne Verpackung und natürlich auch dann die Handlichkeit, weil es ist eine Smart Wallet, die kann ich auch richtig schön ins Hemd reinstecken oder halt dann natürlich auch in die Hosentasche. Ist recht angenehm. Wichtig ist für mich ja der AirTag, dass das halt dann auch immer schön gefunden wird. Ja, was kostet das Ganze, beziehungsweise welche Farben gibt es? Ja, das schauen wir uns jetzt noch zusammen an. Wir haben insgesamt 8 verschiedene Farben, also wir haben so ein Weiß, so ein Türkis, ein eher dunkleres Gelb, Rosa, dann haben wir hier noch ein Rot, dann was wir selber hier jetzt am Start haben, diese Petrolfarbene, dann eher ein dunkleres Grün und natürlich auch Schwarz. Ja, so schauen die aus, und die Frage ist jetzt, was kostet das Ganze? Wichtig ist auf jeden Fall dieser Ziehharmonika-Effekt. Es ist auf jeden Fall das Ganze recycelbar und verursacht weniger CO2-Emissionen als eine herkömmliche Geldbörse. Ja, das wird daran liegen, weil halt einfach weniger Material verwendet wird und auf jeden Fall auch sicherer ist. Ja, was kostet das Ganze? Wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze einzeln kauft, das heißt ohne AirTag, dann würde das Ganze 29 Euro kosten. Wenn man jetzt einen AirTag dazu nimmt, dann kostet das Ganze 59 Euro. Und was halt ziemlich toll ist, dass halt gleich der AirTag dabei ist. Und man könnte jetzt dann noch hier zum Beispiel die Initialen eingravieren lassen. Das heißt, hier schön könnte man jetzt hier zum Beispiel 2 Initialen reingravieren lassen. Das kostet dann auch nochmal 59 Euro. Ja, und das Ganze ist natürlich gratis Lieferung nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Und zahlen könnt ihr das Ganze am besten, ja, PayPal, Kreditkarte und so weiter, was ihr halt so am Start habt. Und das absolute Highlight ist einfach, ja, einzigartige Vorteile.
Einfacher Zugriff, das haben wir schon gesehen mit dem Ziehharmonika-Effekt, unzerstörbar und hergestellt in Italien. Pflanzenbasierte Materialien, das ist halt richtig, richtig toll, weil somit ist das halt wirklich schön recycelbar zu 100% und ja, wie gesagt, es stößt halt weniger Emissionen aus. Ja, und jetzt ist halt noch die Frage, aus welchem Rohstoff ist das? Und zwar, das ist Bliss, und zwar, da wird eine Bohne, eine spezielle, wird das Öl extrahiert und dann wird halt einfach Kügelchen gemacht und dann wird halt das so angepasst. Also das ist eigentlich toll. Jetzt ist meine Frage, könnte ich das Ganze jetzt auch essen? Will ich aber nicht probieren, aber ich glaube, es wäre ja sogar möglich. Wichtig ist auf jeden Fall mal ein nachhaltiges Produkt, eine nachhaltige Wallet. Ja, ich werde natürlich jetzt diese Wallet natürlich auch noch länger testen. Ja, AirTag, habe ich schon ein Video gemacht, wie AirTag funktioniert, verlinke ich euch natürlich. Das ist jetzt die Smart Wallet, 100% recycelbar von Basa aus Italien, eines meiner Lieblingsurlaubsländer. Ja, was sagt ihr zu solchen Wallet? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ja, wie gesagt, mein Highlight ist das hier. Ich mache es einfach so schön auf und komme halt richtig schön zu meinen Karten hin. Und das ist wirklich gut durchdacht und ich hätte nicht gedacht, dass es einfach so simple Sachen so geil sein können. Ja, aber wie gesagt, der Link dazu für euch unten in der Videobeschreibung. Das soll es jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.